kleine Prospektdurchstöberer und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo, zu einem neuen Lind-Testvideo. Ja Leute, ich habe schon zwei neue Sorten von den Lind Fioretto Pralinen für euch getestet. Einmal die Sorten mit Kokos und Erdbeere. Jetzt hat mich auch Stracciatella überrascht. Ich fand bis jetzt die Kokossorte am besten, aber Stracciatella, hallo, ich liebe Stracciatella. Es ist mit weißer Schokolade und Schokosplitz. Ja, gut. Ich habe sie durch Zufall bei Rewe entdeckt. Die anderen beiden Sorten habe ich tatsächlich von Kaufland und ich war auch bei Kaufland und Kaufland hat auch nur die Sorte mit Kokos und Erdbeere. Also Stracciatella bis jetzt nur gesichtet bei Rewe. Vielleicht kann es ja aber auch anders sein. Sagt mir gerne, wo ihr sie her habt. Sie sehen wieder aus wie kleine blaue Müllsäcke. Es ist einfach so. Zur Stracciatella gehört ja auch immer ein bisschen Zartbitter. Ich mag kein Zartbitter, aber in Stracciatella stört es mich tatsächlich nie. Wir haben hier wieder, ja, weiße Pralinen, wieder mit Getreidecrisp in dieser Milchcreme und mit einer Milchcremefüllung. Milchcremefüllung ist immer richtig geil. Sie enthält zwar Kakaosplitter, aber es ist eine Milchcremefüllung, Leute. Und ich beiß jetzt hier mal rein. Ihr seht hier schon, der Boden ist richtig dunkel. Mmh. Ja, ihr seht hier, es ist außen eine weiße Schokolade, dann nochmal eine Vollmilchschokoladenschicht und innen drin ist eine Milchcreme mit Kakaosplittern. Es schmeckt lecker, aber die Vollmilchschokolade hätte man auch weglassen können. Also es hätte gereicht, weiße Schokolade mit einer Milchcreme und nochmal diesen Kakaosplittern. Aber es ist ja nochmal eine Vollmilchschokoladenhülle drumherum. Was soll das? Was das jetzt soll, weiß ich nicht. Weil die macht irgendwie alles kaputt. Man schmeckt wirklich am meisten diese Vollmilchschokolade. Man schmeckt klar, man schmeckt irgendwie eine milchige Creme, die jetzt anders schmeckt als eine normale Milchcreme. Also ja, es ist jetzt nicht 100% Stracciatella, aber es geht in die Richtung. Von der weißen Schokolade schmeckt man am Anfang was, aber während man diese Praline zerbeißt, schmeckt man immer mehr Vollmilchschokolade und Vollmilchschokolade. Und die ist irgendwie total fehl am Platz. Also Stracciatella ist für mich wirklich weiße Schokolade mit Kakaosplittern und Milchcreme. Man hätte, wie gesagt, auf diese Vollmilchschokoladenschicht echt verzichten können, weil die ist hier sehr präsent. Das ist schade. Ja, es ist wirklich schade, weil es ist so eine gute Idee. Lind Fioretto Stracciatella. Aber es schmeckt einfach nicht richtig nach Stracciatella. Leute, sie schmeckt ja. So ist es nicht. Aber es wurde wieder mal richtig irgendwie zerstört. Ja, es hätte wirklich das Potenzial gehabt, richtig viele Punkte zu kriegen. Ich gebe denen aber echt wirklich nur 6 Punkte. Tut uns leid. 6 Punkte. Es ist, ja, man kann es machen. Aber ich kaufe sie mir auch tatsächlich nicht wieder. Dafür ist Lind auch zu teuer. Und ich finde immer noch die Kokossorte am besten.